Aber meine Frage hier, könnt ihr noch ein bisschen Party gebrauchen in Basel? Okay. Nee. Ihr fährt normalerweise vor 40.000 Zuschauern und das in einer Stierkampf-Arena. Macht mal ein bisschen Lärm für El Hombre, was denn die Lade? Also er hat gesagt, gestern Abend war es spät, die Jungs sind erst um 1 Uhr hier aus der Halle rausgekommen, nach der Autogrammstunde. Die gibt es natürlich heute wieder im Foyer mit allen Fahrern, da könnt ihr vorbeigehen, mit den Jungs ein bisschen Smalltalk halten. Und heute Morgen war es unheimlich früh, die Jungs mussten hier schon wieder um 9 Uhr auf dem Bike sitzen. Also richtig harte Arbeit für die Jungs, nichts mehr mit Freestyle und Party. Es geht um die offizielle FIM-WM und dafür geben die Jungs alles. Ob es gereicht hat für El Loco, auf den Eisenstuhl zu kommen, das werden jetzt die Judges entscheiden.
Wir sehen es, momentan zweiter Platz, 271 Punkte. Rowdy Wilson weiter auf dem heißen Stuhl.